Tischtennisschläger, genau. Hey, das ist eine epische Waffe. Epischer Tischtennisschläger. Ist ja besser. Na gut. Ja, Master Sword, das hilft doch bestimmt. Oh yeah. Ist das für einer? Der Gauner hält sich lieber abseits vom Gefecht auf. Gib ihm eine Waffe, um aus der Distanz anzugreifen. So ein Golfball, mit dem kann man gut werfen. Und der tut doch mega weh. Der Hexenmeister ist ein Meister der Magie. Gib ihm eine Waffe, um seine magischen Fähigkeiten zu lenken. Naja, das ist so das typische, wahrscheinlich ein Stock. Oh, was für ein epischer Stock. Die Aufgabe der Klerikerin ist, ihr Team zu unterstützen. Gib ihr etwas, um die Mitglieder ihrer Gruppe zu heilen. Erste Hilfe, Kasten. Super. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, ein Drachen. Bam. Bam. Jetzt wirft er mit seinem Golfball, hä? Bam. Es wird gezaubert. Wow. Er hat einen Asteroiden gezaubert mit einem Stock. Muss aber begabt sein. Wir sind alle so tot. Ach, so ein Mist. Hier, heile, heile Segen. What the fuck? Hohoho, die haben noch eine Macke, ey. Alter Schwede. Yeah, hier ist Gold drin und halbe Zitronen. Nice. Ne, 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 ne. Was ist das hier? Violetter olympischer Rapier. Cure. Ja, der Zauberer, das ist ja erreicht. Lass mal die Waffe von dem und dann angreifen. Na gut. Hat nichts gebracht, gell? Scribble Quest, oh yeah. Judy, weiter geht's. Was ist mit dir? Du bist ein Vogel und? Ein Paradiesvogel. Ohohoho. Oh. Ich bin so gewöhnlich, füge mir ein Adjektiv hinzu, damit ich zu den anderen passe. Oh, du aber kleiner Vogel, ja. Komm, ich zeig dir mal, wie man sich hier coole Adjektive ausdenkt. Epische, riesige, musizierende, bunte. Mann, ey. Singende. Epische, riesige, singende Bunte. Nice, nice. Okay, hier ist ein Affe. Gib mir etwas, um diese Schimpansen zu studieren. Okay. Ein Fernglas. Jetzt hat er auch so ein Ding, cool. Und du? Gibt's hier noch? Mango. Nice. Oh, der greift weiter an. Cool. Na, muss angreifen. Nö. Was ist denn das? Ein Rapier? Ja, schön. Mann, ey. Jetzt muss ich hier mit den Affen irgendwie besänftigen.
en garde. Tja, Affe, leg dich nicht mit Sohan an. Okay, gehen wir jetzt rein in der Stink. You're right, oh yeah. Hallo Hexenmeister. Der Totenbeschwörer, hilf mir, die Kristallknochen von König Elepesis zu finden. Brecheisen. Wie solltest du das damit aufmachen? Ups. Gibt's hier drüben noch Schönes? Oh. Hi. Hula-Tänzer. Geil. Goldener Akkorole. Tiki-Maske. Oh, geil. Hä? Oh mein Gott! Nice. Was ist mit dir? Hilfe, ich komme nicht an diesen verrückten Wurfpfeilen vorbei. Und helf wieder mal nur ein Panzer. Ultraschallgerät. Mhm. Okay, aufsammeln den Knochen. Mit dem Panzer einmal durch die Wand durchgefahren. Und dem Typi gegeben. Bitteschön. Hallo? Was jetzt? Hä? So. Hallo. Hier ist nichts weiter. Äußerst merkwürdig, äußerst merkwürdig. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Du hast jetzt hier den Knochen. Kristallknochen, meine Güte. Kristallene Knochen. So, ja, da. Mann. Hier, Junge. Ach, ist das doof. Okay, zurück auf den Wildball. Ja, gehen wir mal noch hier rein und dann würde ich mal sagen, brauche ich erstmal ein Päuschen. Kriege ich schon einen steifen Nacken vom Spielen. Willkommen in der irgendwo. Haben die schnell genug gelesen. Oh, Riesenaffen. Hi auch. Ich kann die Sonne am Fluss nicht spüren. Ich schaffe etwas, das mich braun macht. Schokolade macht jeden braun. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leder. Oh mein Gott. Trockenfleisch. Ein Schnurrbart. Oh mein Gott. Okay. Platziere etwas zwischen diese Holzscheite, um mir über den Fluss zu helfen. Machen wir gar platt. Da. Ein Boot, ganz klassisch. Boot. So. Bitte schön. Ne? Klingt gut. Ah, Mann, ey. Na, und? Zufrieden? Mann, ey. Was ist das? Der Schatz erscheint, wenn die Laterne angezündet sind. Wenn die Laternen angezündet sind. Wasserdichter Tiki-Fack. Na dann.
Was? Sehr dichter. Wasserdicht. Verdächtiger, transparenter Maxwell. Und du? Brennende. So, cool. Was ist da drin? Was? Ein Tölpel? Was bist du? Oh Gott. Warum greift er mich jetzt an? So, wenn der Typ hier rankommt, dann kriegt er aber voller einen auf die Möhre. Hey. Lass den Vogel fliegen. Oh, gut. Na, der Vogel auch tot, egal. Hier. Weinend Angestellter. Bitte versöhne mich wieder mit meiner Liebe. Blume! Eine Blume! Hä? Autschen! Hilf mir, damit ich wieder segeln kann. Wasserboiler. Hä? Ah, Regenwolke. Ich werde so langsam unfantasievoll. Mano. So, meins ist getan. Und dann brauchen wir ein Segel. Windsegel. Item. Geht nicht? Hm. Und dann? Ah, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie. Wir brauchen wieder mal einen Helikopter. Und ein Seil. Und hat's jetzt geklappt oder was? Ja, nie geklappt. Warum nicht? Sinkender gelöschter Boot. Ach so. Sinkender gelöschter schwimmende Boot. Nee, auch nicht. Schwebende. Ah. Nur ein bisschen Vogel. Pelikan, das ist ja toll. Beine der Angestellte. Hm. Lustiger. Klappt nicht. Ich bin überfordert. Okay, machen wir die Quest noch. Verwandle einen Geschäftsmann in einen Angler. Okay. Hm. Show me. Mhm. Dieser Mann träumt davon, Angler zu sein. Kleide ihn entsprechend ein. Einfach mal seine eigenen Klamotten ausziehen. Froschkleidung, okay. Da. Hä? Eigentlich sollte der Typ das anziehen. Mann! Eine Warthose, genau das habe ich gesucht.
Wieso denn nicht? Hä? Aha. Die Sonne verbrennt mir den Kopf. Oh. Nee, jetzt hat er es doch angezogen. Was ist denn hier los? Als nächstes muss er Fische angeln, fangen. Gib mir etwas, um sie an Land zu ziehen. Und das ist ja die Angel. Ja, die Angel. Aha. Weiter geht's. Die Fische beißen nicht an. Platziere etwas im Wasser, das sie wollen. Wurm. Wurmschlange. Nett. Wurm. Wurmraupe. Ah. Ah. Cool. Bam. Cool. Wow. Zählt den Regenbogenfisch zu fangen. Er hat. Was? Er hat einen bunteren Geschmack. Bunte Wurm. Ah. Natürlich. Er hat einen bunteren Geschmack. Logisch. Wow. Ein Hai. Jetzt ein Schokoladenhai fangen. Gib dem Hai sein Abendessen. Okay. Riesige, leckere Schokolade. Ah. Komm, komm, komm. Bam. Wow, ein Schokoladenhai. Oh yeah. Was ist jetzt hier? Noch Luft auch noch? So. Gib mir mal deine Angel her. Hey, nicht so weit. So. Nein. Nein! Hä? Wie ging das doch aber? Hm, na, keine Ahnung. Egal, yeah. Einem Geschäftsmann das Angeln beibringen. Yes. Weiter geht's. Ja. Oh, jetzt ist der Frosch gleich mal weggehüpft. Das ist ja toll. Gut, Leute. Also, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Scribblenauts Unlimited. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dahin und tschaußen.